Freunde, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie ihr seht, bin ich hier gerade in einem Hotelzimmer. Ich bin in Berlin. Lara ist auch mit mir und ich nutze diesen Besuch hier zum Anlass, etwas auszutesten, was ich schon immer mal testen wollte. Ihr werdet schon im Titel gelesen haben, das Sushi von Steffen Hensler. Spätestens als ich mein Video gemacht habe aus dem Ahoy, also aus dem Restaurant von Steffen Hensler in Köln, haben alle Leute gesagt, du musst mal das Sushi essen, das ist so krass. Und ja, heute ist es soweit. Ich werde mir jetzt großzügig Sushi bestellen. Ich habe gehört, dass es auch ein bisschen ins Geld gehen soll, die Bestellung bei dem Sushi-Restaurant und wir gucken uns das gemeinsam an und gehen als allererstes mal auf die Website. So, wir sind hier auf der Homepage und das erste, was uns anlacht, Flamed Wagyu Nigiri mit Trüffel. 2 Stück für 21 Euro. Lari, 2 Nigiri? Diese Reisschiffchen für 21 Euro. Das ist schon hart, ne? Das Ding ist aber, gerade bei so einem Produkt ist es irgendwie interessant zu wissen, ob es das viele Geld wert ist, weil 21 Euro, Alter. Ich mach's fürs Video. Geschäftsausgabe. Ab in den Warenkorb. Lari will sicherheitshalber auch ein Auge drauflegen, was bestellt wird. Tuna Nigiri. Magst du Nigiri so gerne? Geht so. Ich mag auch am liebsten eigentlich so Rollen. Zum Beispiel die Rich Boy Roll. Die sieht geil aus. Irgendwie ist das so ein Flexer-Sushi-Restaurant, habe ich das Gefühl. Es geht nur darum, reich zu sein. Bestellen wir einfach auch mal Rich Boy Roll. Jetzt sind wir mit 10 einzelnen Sushi-Stückchen bei 42 Euro. Das ist zu teuer. Das ist wirklich sehr, sehr teuer. Ne? Also ob es zu teuer ist, werden wir sehen, weil gute Qualität darf natürlich auch ihren Preis haben. Es erinnert mich alles ein bisschen an das Sushi-Restaurant, das ich mal in Köln getestet habe. Also auch den Lieferservice. War auch als ein bisschen höherpreisig, ist auch konzeptionell ein bisschen ähnlich. Aber können wir vorstellen, dass das von Steffen Hensler als erstes da war. Veggie Roll muss man auch mal testen, oder? Sieht lecker aus. Edamame, 8 Euro, Alter. Kokossuppe mit Garnele, Creamy Tuna Tatar, Spicy Lachs Tatar, Doraden Ceviche, Crispy Rice mit Tuna Tatar. Wow, okay, das sieht sehr, sehr krass aus. Aber zwischendurch, wir sind, glaube ich, fast bei 100 Euro. Oh, Tempura ist die beste Abteilung, muss ich sagen. Crispy Chicken Teriyaki. Boah, das kommt auch gefährlich. Tempura Garnele, ne? Crispy Chicken Teriyaki sehe ich mich fast auch schon mit. Echt? Mhm. Okay. Auch wenn wir es relativ früh bestellen heute, aber auf sowas habe ich einfach immer Bock. Lachs-Nuss-Butter-Nigiri. Alter, das klingt krank. Nehme ich auch noch rein. Einmal Lachs-Maki für 9 Euro 8 Stück. Gucken wir mal den Warenkorb an. 109 Euro. Mindestbestellwert 70 Euro. Okay, komm, die Hellboy-Roll nehme ich auch noch, weil die klingt so ein bisschen scharf. Sieht auch sehr lecker aus. Es sind sehr, sehr schöne Kreationen, wenn man sich das hier alles mal anguckt. Sieht halt wirklich bildhübsch aus. Aber ich bin gespannt, wie es bei uns ankommen wird. Ich würde sagen, wir bestellen. So, Leute, Bestellung ist da. Wir haben einfach wie so eine Shopping-Tüte bekommen. So von irgendeiner Boutique oder so. Aber ich meine, so viel haben wir auch ungefähr bezahlt. Gucken wir mal gemeinsam rein. Wir haben obendrauf einen Container Crispy Chicken. Relativ leicht. Dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier, okay, das finde ich jetzt schon mal sehr cool. Das kennt man vielleicht von so kleinen Seifen oder so. Kleine Fläschchen Teriyaki-Soße, das wird wahrscheinlich Sojasauce sein. Und Mayonnaise, aber wahrscheinlich so Spicy Mayo. Lari, du wirst es allen voran feiern wahrscheinlich, ne? Ich bin gespannt, ob überhaupt auf den Rollen Soße drauf ist, weil das wäre auch smart, dass sie nicht durchweichen. Aber, uiuiuiui. Also wirklich, das ist schon sehr, sehr hübsch. Das kann man nicht anders sagen. Also sowas muss auch kommen, finde ich. Wenn man für eine große Portion 2 Personen 120 Euro zahlt, dann muss es auch halt mega schön aussehen. Aber es ist schon ein sehr, sehr gutes Lieferkonzept, oder? Ganz einfach aufdecken. 3, 2, 1. Wow! Okay, das sieht wirklich krass aus. Hier haben wir es also, mir ist richtig warm gerade irgendwie so. Also, womit fangen wir an, Lari? Also erstmal, was sagst du zu der Menge für das Geld? Es sieht ultra gut aus, ne? Ja. Es ist halt schon wieder so ein Ding, es ist so mehr so ein Kunstding so. Es ist so zu schön, um wahr zu sein schon. Aber wenn man überlegt, wenn man das jetzt so ganz klassisch in so normalen Sushi-Containern bekommen würde, in diesen Plastikboxen, dann hätte man wahrscheinlich in einer großen 1, 2, 3 von den 8er Rolls, dann hätte man Crunchy, zack, das wären so zwei große, mittelgroße Sushi-Boxen. Und dafür ist es schon viel, aber bei der Präsentation, bei dem, wie aussieht, kann man es auch verzeihen, finde ich. Also, wenn es jetzt geschmacklich gut ist, dann ist das halt was für einen besonderen Anlass so. Mhm. Also, lasst uns mal gucken. Guckt euch das mal an, Leute. Man sieht, finde ich, wirklich, dass da so eine besonders feine Maserung drin ist. Also, sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus. Lachs-Maki, Steffen Hensler, let's go. Und was krass ist, es ist deutlich mehr Fisch drin als Reis und das ist normalerweise, finde ich, nicht so. Ja, ja. Mhm. Der Reis in den Maki ist fast so ungewöhnlich hart so ein bisschen, ne? Der ist nicht so ganz weich gekocht. Mhm. Fällt mir jetzt aber erstmal nicht unbedingt negativ auf, aber ich finde auch, du hast vollkommen recht. Also in Lachs-Maki ist es krass, wie viel Lachs einfach drin ist. So, es ist einfach viel mehr Lachs als Reis drin. Schmeckt schon irgendwie besonders, finde ich so. Die schmecken so sehr cremig, der Lachs da drin. Das hier so ein Crispy Cake, ein Crispy Tuna Cake. Sieht so gut aus mit Frühlingszwiebeln, mit Mayo, mit Fischrogen. Ich probier mal einmal. Alles gut, Lari. Ist
geil. Boah, das ist unnormal geil. Das ist unnormal. Das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Boah, diese Mayo am Tatar. Boah, es ist so, wirklich, das ist ein unfassbar leckeres Gericht. Boah, ich finde das wirklich gerade, das ist so eine richtige 10 von 10. Mhm. Ich muss den anderen nehmen, okay? Ja. Guckt euch das nochmal an, Leute. Unten dieser frittierte Reiskuchen, oben drauf Tuna-Tatar, Mayonnaise, Lauchzwiebeln und Fischrogen. Alter, es ist wirklich sehr, sehr krank. Ich mache noch ein bisschen Sojasauce drüber. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir kein kleines Schälchen haben dafür, ne? Dass man das so drüber schütten muss. Let's go. Mm. Die drei Stück kosten 13,50 Euro und ich würde sie sofort wieder bezahlen. So lecker, also wirklich unnormal lecker. Ingwer finde ich auch nice. Lachs Nigiri mit Nussbutter. Sieht erstmal mega klassisch aus, finde ich. Hat nichts Besonderes. Ich glaube, das ist Spinat oder so obendrauf. Aber ansonsten sieht es aus wie ganz normale Nigiri. Ich tunke es mit der Reisseite rein. Ich hoffe, ihr werdet mir nicht böse sein. Aber die Qualität vom Fisch ist unglaublich gut, ne? Da war eine kleine Wasabi-Haube drunter, ne? Fandest du gut oder schlecht? Hab mich erschrocken, aber ich fand's gut. Ich fand's auch sehr lecker. Und wirklich, das ist so, der Fisch schmilzt wirklich im Mund. Das ist schon richtig, richtig gut. Veggie Roll, Avocado außenrum, Paprika drin, schneller Dip, Lariat Hunger, hat schon nichts gegessen. Mhm. Die Avocado ist halt perfekt. Die Avocado ist krass. Die Avocado ist so gut, dass du sie nur am Geschmack merkst, weil deine Zähne gleiten einfach so dadurch. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, Zwischenfazit, die Zutaten, die verwendet werden, sind wirklich von allerhöchster Güte und man merkt das. Also wir haben natürlich auch zur Ladeneröffnung bestellt quasi, dementsprechend ist halt auch alles so frisch, wie es nur frisch sein kann. Vielleicht kriegen wir auch im Laufe des Tages nachgeliefert, aber ich glaube, wir haben wirklich die freshsten Zutaten. Es ist ultra lecker. Was jetzt? Crispy. Ihr seht's, da sind zwei Ebi drin, frittiert. Wir haben Avocado, wir haben Schnittlauch. Einmal reingedippt und hören erstmal aufs Crispy. Ich liebe wirklich bisher an diesem Sushi, dass es so super hochqualitativ, schön angerichtet ist, trotzdem so einfach und gut schmeckt. So, es ist so richtig edel und richtig cool, aber es schmeckt trotzdem einfach nur gut. So, und das ist was Besonderes auf so einem hohen Niveau, weil häufiger wird es, dass es so auch in der Sterneküche, dass es dann so anders ist, um anders zu sein und dann vielleicht nicht mehr so gut schmeckt jedem. Aber ich glaube, das schmeckt wirklich auch jedem, der gerne Sushi mag. Und spätestens, wenn jemand keinen Sushi mag und das isst, dann mag er auch Sushi. Ja, also no joke. Hier haben wir jetzt die Hellboy Roll. Okay. Hast du schon Angst? Attacke. Boah. Schärfe ist präsent. Hinten raus vor allem wird es scharf, ne? Schmeckt so ultra rauchig, so richtig so ganz krass, so viel krasser als so ein Rauchlachs, sondern es sei da irgendwie so eine Asche noch drauf. So eine, Das ist das Barbecue-Sushi. Das ist wirklich krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut sein wird. Ich dachte schon, es ist bestimmt richtig gut, weil Steffen Henser war ultra teuer. Aber es ist ultra gut, das Sushi. Die Rich Boy Roll. Man muss ja auch ein Rich Boy sein, um hier zu bestellen. Ich glaube, wir haben panierte Surimi, Avocado, Gurkensticks, flambierten Lachs oben drüber, Mayo und Fischrogen oder Kaviar sogar. Boah, auch hier wieder so mega rauchig alles und so, ne? Auch scharf. Es gibt wirklich nichts, was mir nicht geschmeckt hat bisher. Mhm. Und wir haben das Beste kommt noch. Beste vielleicht, auf jeden Fall das teuerste. 21,90 Euro. Also das muss wirklich richtig gutes Wagyu auch sein, also so A5 Wagyu oder so. Wagyu Nigiri. Ich weiß nicht, ob ich mich würdig fühle, weil ich erwarte so viel davon, nachdem wir gerade... Guck mal, schaut euch mal das Schlachtfeld an. Wir haben uns bei allem einmal durchprobiert, also haben noch ganz viel vor uns. Und Sättigung kickt schon langsam, ne? Nee. Okay, sorry, wir machen weiter. Ich erwarte so viel von diesen Wagyu Nigiri, weil sie halt einfach so teuer sind. Das ist ein besonderer Moment, Lari. Ja, ich weiß. Ich hoffe, du weißt, was zu schätzen. Ich freue mich, dass wir ihn gemeinsam teilen können. Mich auch. Lari fühlt sich einfach nur verarscht. Naja, aber wirklich, ich habe vor sowas echt immer so ein bisschen Ehrfurcht, so, weil es ist so wertvoll. Oh mein. Sehr lecker, aber nicht worth it, finde ich. Als einziges von allem bisher. Mhm. Weil es halt mit Abstand das teuerste ist. Ich glaube, das schmeckt ultra, ultra gut, wenn man das frisch im Laden isst. So, weil du hast auch gesehen, das Wagyu-Fett war schon wieder so ein bisschen ausgehärtet. Und das hat auch so von der Textur, es war nicht so buttrig, so wie man es von Wagyu kennt. Schade. In jedem Fall trotzdem eine ultra positive Überraschung. Es ist so lecker. Ich kann es 10 von 10 empfehlen. Ich würde auch den Preis wieder bezahlen. Halt logischerweise jetzt nicht jeden Tag, sondern wenn es irgendwie, keine Ahnung, man sich einen schönen Sonntag macht, so auf entspannt. So ganz gemütlich. Es ist wirklich unfassbar gutes Sushi. Und ich glaube, ich würde mich wirklich, also du hast es ja gerade gesagt, würdest du es auch nochmal aussprechen fürs Video? Ich glaube, es ist das beste Sushi, das ich je gegessen habe. Ja, ich sag's wirklich auch wenn Leute sagen, das sagst du immer. Aber irgendwie finde ich immer neue Höhepunkte und das ist eine 10 von 10. Deshalb, wir lassen es uns weiter schmecken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.